Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Mediengespräch der Schweizerischen Nationalbank. Aufgrund der nach wie vor außergewöhnlichen Situation bieten wir Ihnen zum ersten Mal die Möglichkeit, unser Mediengespräch auch über das Telefon mitzuverfolgen. Ich möchte in diesem Sinne auch diejenigen Journalistinnen und Journalisten ganz herzlich begrüßen, die nicht hier bei uns in Bern sind, sondern uns zuhören. Nun, wohl niemand hat bei unserem letzten Mediengespräch im Dezember 2019 geahnt, wie sehr und wie rasch sich die Welt wegen des Coronavirus verändern würde. Wir sind erleichtert, dass die Zahl der Ansteckungen in der Schweiz inzwischen wieder stark gesunken ist. Unser Mitgefühl gilt allen direkt Betroffenen und denjenigen, die Angehörige verloren haben. Ich werde nun Ihnen unsere Einschätzung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie präsentieren und unseren geldpolitischen Entscheid erläutern. Danach wird Fritz Zurbrügg über die Haupterkenntnisse unseres diesjährigen Finanzstabilitätsberichts Ihnen vorstellen. Im Anschluss wird Andrea Mechler über die Lage an den Finanzmärkten sprechen. Nach diesen Ausführungen stehen wir Ihnen wie üblich für Fragen zur Verfügung. Und selbstverständlich haben auch die Journalistinnen und Journalisten am Telefon die Möglichkeit, uns dann Fragen zu stellen. Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben im Ausland und in der Schweiz die Wirtschaftsaktivität einbrechen und die Inflation sinken lassen. Inzwischen erholt sich die Wirtschaftsaktivität wieder allmählich, aber die Unsicherheit bei Konsumenten und Unternehmen bleibt groß. In diesem Umfeld führen wir unsere expansive Geldpolitik unverändert fort, um angemessene monetäre Bedingungen in der Schweiz zu gewährleisten. Unsere expansive Geldpolitik hat sich bewährt und bleibt weiterhin nötig. Sie trägt zur Stabilisierung der Wirtschafts- und Preisentwicklung bei. Wir belassen deshalb den SNB-Leitzins und den Zins auf den Sichtguthaben bei der SNB bei minus 0,75% und sind angesichts des hochbewerteten Frankens weiterhin bereit, verstärkt am Devisenmarkt zu intervenieren. Dabei betrachten wir die gesamte Währungssituation. Im Rahmen der SNB-Covid-19-Refinanzierungsfazilität führen wir darüber hinaus dem Bankensystem zusätzliche Liquidität zu und unterstützen so die Versorgung der Wirtschaft mit günstigen Krediten. In der gegenwärtigen Situation unterliegen Inflations- und Wachstumsprognosen einer unüblich großen Unsicherheit. Die neue bedingte Inflationsprognose verläuft tiefer als im März. Die Hauptgründe hierfür sind die deutlich schwächeren Wachstumsaussichten und tiefere Erdölpreise. Für das laufende Jahr liegt die Prognose im negativen Bereich, und zwar bei minus 0,7%. 2021 dürfte die Inflationsrate steigen, aber immer noch leicht negativ ausfallen mit minus 0,2%. 2022 sollte sie dann wieder positiv werden und bei 0,2% liegen. Die bedingte Inflationsprognose beruht auf der Annahme, dass der SNB-Leitzins über den gesamten Prognosezeitraum bei minus 0,75% bleibt. Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung haben die Weltwirtschaft in eine scharfe Rezession gestürzt. Um die Verbreitung des Virus zu stoppen, führten die meisten Länder einschneidende Eindämmungsmaßnahmen ein. Inzwischen sind die Ansteckungszahlen in vielen großen Volkswirtschaften deutlich gesunken. Die Pandemiemaßnahmen haben die Produktions- und Konsummöglichkeiten massiv eingeschränkt, was in vielen Ländern bereits im ersten Quartal zu einem heftigen Wirtschaftseinbruch geführt hat. Im April dürfte dann die Wirtschaftsaktivität in den meisten Ländern nur noch bei 65 bis 80% des normalen Niveaus gelegen haben.
Der Rückgang des globalen Bruttoinlandprodukts dürfte deshalb im zweiten Quartal 2020 noch gravierender ausfallen. Die Arbeitslosigkeit hat in vielen Ländern zugenommen, wobei in Europa Kurzarbeitsprogramme einen stärkeren Anstieg verhindert haben. Inzwischen haben in etlichen Volkswirtschaften wurde damit begonnen, die Eindämmungsmaßnahmen zu lockern. Erste Indikatoren zeigen, dass sich die Wirtschaftsaktivität seitdem wieder etwas belebt. Weitere Lockerungsschritte dürften zu einer deutlichen Erholung der Konjunktur im dritten Quartal beitragen. Wir gehen in unserem Basisszenario für die Weltwirtschaft davon aus, dass es gelingt, weitere Ansteckungswellen zu verhindern. Dennoch dürften die Konsum- und die Investitionsnachfrage vorerst verhalten bleiben. Gründe dafür sind die Verunsicherung der Wirtschaftsakteure, der Anstieg der Arbeitslosigkeit und die gestiegene Unternehmensverschuldung. Die globalen Produktionskapazitäten werden wohl noch längere Zeit unterausgelastet sein und die Inflation dürfte den meisten Ländern bescheiden bleiben. Unser Basisszenario ist mit großer Unsicherheit in beide Richtungen behaftet. Einerseits könnten weitere Ansteckungswellen oder handelspolitische Spannungen die Konjunkturentwicklung zusätzlich beeinträchtigen. Andererseits könnten die in vielen Ländern getroffenen bedeutenden geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen die Erholung stärker stützen als angenommen. Nun, auch die Schweizer Wirtschaft befindet sich in einer scharfen Rezession. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, der massive Einbruch der Auslandnachfrage und Lieferschwierigkeiten haben zu einem markanten Rückgang der Geschäftstätigkeit in vielen Branchen geführt. Im Gegensatz zu früheren Rezessionen sind auch die Dienstleistungen stark betroffen, insbesondere das Gastgewerbe, der Personentransport, die Unterhaltungsbranche und Teile des Detailhandels. Entsprechend haben sich die meisten Konjunkturindikatoren in den letzten Monaten drastisch verschlechtert. Die Kurzarbeit erreichte ein noch nie dagewesenes Ausmaß, die Arbeitslosigkeit nahm rasch zu und die Konsumentenstimmung fiel auf ein Rekordtief. Obwohl der Abschwung erst im März einsetzte, lag das BIP bereits im ersten Quartal 2020 2,6% tiefer als im Vorquartal, als im letzten Quartal von 2019. Der Tiefpunkt der Wirtschaftsaktivität wurde im April erreicht. Der BIP-Rückgang dürfte deshalb im zweiten Quartal von diesem Jahr noch stärker ausfallen. Verschiedene Signale deuten darauf hin, dass sich die Wirtschaftsaktivität mit den Lockerungsschritten seit Mai wieder etwas belebt hat. Diese positive Entwicklung dürfte sich in den nächsten Monaten fortsetzen. Allerdings gehen wir in unserem Basisszenario davon aus, dass die Erholung wie im Ausland vorerst unvollständig bleiben und das BIP sein Vorkrisenniveau nicht rasch wieder erreichen wird. Die Nachwirkungen der Rezession dürften die Exportnachfrage, die Investitionen und den Konsum noch eine Weile dämpfen. Insgesamt dürfte das BIP in der Schweiz dieses Jahr um rund 6% schrumpfen. Das wäre der stärkste Einbruch seit der Ölkrise in den 1970er Jahren. Die Belebung der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte dürfte in einem deutlich positiven Wachstum im Jahr 2021 zum Ausdruck kommen. Nun, meine Damen und Herren, der Corona-Lockdown hat viele Unternehmen über Nacht vor enorme Schwierigkeiten gestellt. Der Einnahmeausfall ist in zahlreichen Branchen präzedenzlos. Ganz entscheidend für die wirtschaftliche Erholung ist es, dass grundsätzlich solide Unternehmen diese vorübergehende schwierige Phase meistern können. Neben der Kurzarbeitsentschädigung spielen die Covid-19-Kredite eine zentrale Rolle. Sie erlauben es den Unternehmen, krisenbedingte Liquiditätsengpässe zu überbrücken.
Die Schweizer Wirtschaftslandschaft ist geprägt von kleinen und mittleren Unternehmen. Etwa 2/3 der Angestellten arbeiten in einem Betrieb mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Diese KMUs haben zwar eine Hausbank, aber die Mehrheit von ihnen kam vor der Corona-Pandemie ohne Bankkredite aus. Beim Aufsetzen des Covid-19-Kreditprogramms war es wichtig, diesen Unternehmen eine einfache und günstige Kreditaufnahme zu ermöglichen. Dies wurde durch die Garantien des Bundes, die Refinanzierungsmöglichkeiten bei der Nationalbank sowie durch den großen Effort der Banken sichergestellt. Das Risiko, dass bei vielen KMUs aus Liquiditätsengpässen Insolvenzen geworden wären, wäre ohne dieses Kreditprogramm deutlich größer. Die SNB Covid-19-Refinanzierungsfazilität, kurz CRF, ist Teil des Corona-Gesamtpakets, das der Bundesrat und die SNB in Abstimmung mit den Banken geschnürt haben. Im Rahmen der CRF stellen wir den Banken gegen die Hinterlegung von garantierten Covid-19-Krediten Liquidität zum SNB-Leitzins von -0,75% zur Verfügung. Die Banken brauchen also bei der Vergabe von Covid-19-Krediten keine eigene Liquidität, sondern können sie zu vorteilhaften Bedingungen bei uns beziehen. Die CRF, die Erhöhung des Negativzinsfreibetrags und die Deaktivierung des antizyklischen Kapitalbuffers haben den Spielraum der Banken bei der Kreditvergabe vergrößert. Wie hat sich die Kreditvergabe seit Ausbruch der Pandemie entwickelt? Alles deutet darauf hin, dass die Kredit- und Liquiditätsversorgung der KMUs in der Schweiz zurzeit gut funktioniert. Anfang Jahr betrug die jährliche Wachstumsrate der Kredite in Franken rund 3%. Im März sprang sie auf über 4%, den höchsten Wert seit 2014, und bestehende Kreditlimiten wurden besser ausgeschöpft. Zum Anstieg der Unternehmenskredite haben die Covid-19-Kredite maßgeblich beigetragen. Der aktuelle Stand der Covid-19-Kreditlimiten liegt bei etwas über 15 Milliarden Franken. Nach dem Programmstart am 26. März wurden innerhalb einer Woche über 50.000 Kredite bewilligt. Heute sind es fast 130.000 Kredite. Jedes fünfte KMU hat einen Covid-19-Kredit erhalten und die meisten dieser Firmen haben weniger als 5 Mitarbeitende. Die Kredite sind deshalb relativ klein. Das durchschnittliche Volumen liegt bei knapp 120.000 Franken. Die Branchen mit der größten Nachfrage sind die unternehmensnahen Dienstleistungen und der Groß- und Detailhandel. Wir beobachten auch, dass Hotels und Restaurants, die normalerweise wenig Kredit nachfragen, stark von den Covid-19-Krediten Gebrauch machen. Die Banken refinanzieren rund 2/3 des Covid-19-Kreditvolumens, also rund 10 Milliarden Franken bei uns. Fritz Thorbrück wird in seinen Bemerkungen die Covid-19-Kredite aus Sicht der Finanzstabilität kommentieren und Andrea Mechler wird die wichtigsten operativen Aspekte unserer Refinanzierungsfazilität erläutern. Nun, meine Damen und Herren, unsere Geldpolitik trägt auf 3 Arten zur Krisenbewältigung bei. Erstens stellt in einer Zeit mit erhöhtem Liquiditätsbedarf der negative SNB-Leitzins günstige Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft und die öffentliche Hand sicher. Zweitens sorgen wir mit dem Negativzins und unseren Devisenmarktinterventionen für angemessene monetäre Bedingungen. Der Franken stand in den Wochen nach der letzten Lagebeurteilung zeitweise unter starkem Aufwertungsdruck. Dies aufgrund der enormen Unsicherheit und der Suche nach sicheren Häfen. Eine weitere Aufwertung des Frankens, der ohnehin bereits hoch bewertet ist, hätte für unsere Wirtschaft zusätzliche Schwierigkeiten bedeutet. Wir haben seit der letzten Lagebeurteilung deshalb mit großen Volumen interveniert. Inzwischen hat sich die Lage wieder etwas entspannt.
Drittens tragen wir zur Vermeidung einer Kreditklemme bei. Der negative CRF-Zins, die höheren Freibeträge und der deaktivierte antizyklische Kapitalpuffer erleichtern es den Banken, Kredite zu günstigen Konditionen zu vergeben. In Bezug auf den Ausblick ist die Ungewissheit groß. Es besteht die Hoffnung, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Trotzdem liegt eine schwierige Phase der Erholung vor uns. Eine zweite Infektionswelle muss vermieden und gleichzeitig möglichst viel wirtschaftliche Aktivität wieder zugelassen werden. Dies fordert neben der Unterstützung durch die Geld- und Fiskalpolitik große Flexibilität der Unternehmen und ihrer Mitarbeitenden. Auch die Bewahrung unserer guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist für das Überwinden dieser Durststrecke entscheidend. Wir überprüfen unsererseits die Lage laufend und werden bei Bedarf unsere Geldpolitik anpassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich übergebe nun das Wort an Fritz Zurbrück. Besten Dank, Thomas. Sehr geehrte Damen und Herren, auch meinerseits herzlich willkommen. In meinen Bemerkungen werde ich die wichtigsten Ergebnisse aus dem diesjährigen Bericht zur Finanzstabilität vorstellen, den wir heute Morgen veröffentlicht haben. Das wirtschaftliche Umfeld und die Bedingungen an den Finanzmärkten haben sich in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie weltweit stark verschlechtert. Das wirkt sich auch auf den Schweizer Bankensektor aus. Die umfassenden Unterstützungsmaßnahmen der Regierungen und der Notenbanken haben inzwischen zu einer gewissen Beruhigung der Finanzmärkte geführt. Wie mein Kollege Thomas Jordan erwähnt hat, geht die SNB in ihrem Basisszenario davon aus, dass im zweiten Halbjahr 2020 eine partielle Erholung der Konjunktur im In- und Ausland einsetzt. Wie die Wirtschaft insgesamt steht aber der Schweizer Bankensektor trotz der erwarteten Erholung vor großen Herausforderungen. Insgesamt befinden sich die Schweizer Banken in einer guten Ausgangslage, um diese Herausforderungen zu meistern. Sie verfügen über eine solide Kapitalausstattung, um mit den erhöhten Risiken umzugehen, die sich aus dem pandemiebedingten wirtschaftlichen Einbruch ergeben. Ich möchte zunächst auf die zwei global aktiven Banken Credit Suisse und UBS eingehen. Danach werde ich die Einschätzung zur Lage der inlandorientierten Banken präsentieren und zum Schluss werde ich noch den Schweizer Markt für die Unternehmenskredite aus Sicht der Finanzstabilität beleuchten. Bei den zwei global aktiven Banken Credit Suisse und UBS sind bereits erste Spuren der Corona-Pandemie in den publizierten Zahlen sichtbar. Beide Institute erhöhten im ersten Quartal 2020 ihre Rückstellungen für Kreditverluste. Zudem weisen sie höhere risikogewichtete Aktiven aus, was zu einer Reduktion der Kapitalquoten geführt hat. Trotz der Verschlechterung des Umfelds erzielten Credit Suisse und UBS jedoch höhere Gewinne als im Vorjahresquartal. Im Rahmen des Basisszenarios wirken sich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hauptsächlich über zwei Kanäle auf die beiden Banken aus. Erstens muss mit einer Verschlechterung der Qualität des Kreditportfolios sowohl in der Schweiz wie im Ausland gerechnet werden. Zweitens dürften die Erträge aus der Vermögensverwaltung und im Investmentbanking sinken. So hat die erfolgte Korrektur an den Aktienmärkten die verwalteten Kundenvermögen reduziert. Darüber hinaus könnte die erhöhte Unsicherheit an den Finanzmärkten die Nachfrage nach Kunden und Kapitalmarkttransaktionen dämpfen. Diese Effekte belasten die Profitabilität der beiden global aktiven Banken. Zudem könnte ein zusätzlicher Anstieg der risikogewichteten Aktiv zu einer weiteren Reduktion der Kapitalquoten führen. Meine Damen und Herren, im Basisszenario sollten die Auswirkungen auf Credit Suisse und UBS dank der erwarteten partiellen Erholung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2020 und der Stabilisierung der Finanzmärkte begrenzt sein. Der Ausblick ist jedoch für beide globale aktiven Schweizer Banken mit großer Unsicherheit verbunden.
Wie stark sich die Qualität der Kreditportfolios verschlechtern wird, hängt maßgeblich von der Tiefe und vor allem von der Dauer des Wirtschaftseinbruchs in der Schweiz und weltweit ab. Eine nochmalige Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten verbunden mit erneuten Turbulenzen an den Finanzmärkten würde die Qualität der Kreditportfolios dieser Banken und ihre Profitabilität zusätzlich belasten. Die beiden global aktiven Schweizer Banken sind gut aufgestellt, um die Herausforderung des aktuell schwierigen Umfelds zu meistern und mit ihrer Geschäftstätigkeit die Realwirtschaft zu unterstützen. Diese gute Ausgangslage ist auf den Risikoabbau und ganz besonders auch auf den Aufbau von Kapitalpuffern zurückzuführen, den Credit Suisse und UBS in den letzten Jahren im Einklang mit der Too-Big-to-Fail-Regulierung vorangetrieben haben. Die Szenarioanalysen der SNB deuten darauf hin, dass die beiden Banken dank dieser Kapitalpuffer auch eine deutlich schlechtere Entwicklung des ökonomischen Umfelds verkraften können, als dies im Basisszenario vorgesehen ist. Gleichzeitig belegen diese Analysen aber auch, dass die aktuelle Kalibrierung der Too-Big-to-Fail-Anforderungen notwendig ist, um eine angemessene Widerstandskraft der beiden Banken sicherzustellen. In Zeiten wie heute, die von außerordentlicher Unsicherheit geprägt sind, wird der Wert von starken regulatorischen Anforderungen besonders deutlich. Ich komme nun zu den inlandorientierten Banken zu sprechen. Auch für diese Banken hat sich das Umfeld mit Ausbruch der Corona-Pandemie stark verschlechtert. In den bisher verfügbaren Finanzzahlen sind die Auswirkungen des verschlechterten wirtschaftlichen Umfelds zwar noch kaum sichtbar. Vorausschauende Indikatoren wie die Renditeaufschläge auf Bankanleihen deuten aber darauf hin, dass die Marktteilnehmer nur von einer geringfügigen Verschlechterung der finanziellen Solidität dieser Banken ausgehen. Im Rahmen unseres Basisszenarios dürften die inlandorientierten Banken von der Corona-Pandemie in erster Linie durch eine Verschlechterung der Qualität ihres Kreditportfolios betroffen sein. Die in der zweiten Jahreshälfte erwartete partielle wirtschaftliche Erholung sowie die behördlichen Maßnahmen sollten dazu beitragen, dass die negativen Auswirkungen auf diese Banken begrenzt sind. Dennoch ist mit einem Anstieg der Rückstellungen und Abschreibungen auf ausstehenden Kredite von Schweizer Unternehmen zu rechnen. In Kombination mit einem weiter andauernden Abwärtsdruck auf die Zinsmarge aufgrund des tiefen Zinsniveaus wird dies voraussichtlich die Profitabilität der inlandorientierten Banken von einem bereits niedrigen Niveau weiter belasten. Während die inlandorientierten Banken im Aggregat profitabel bleiben dürften, muss bei einigen dieser Banken mit Verlusten gerechnet werden. Der Ausblick, wie schon erwähnt, ist durch hohe Unsicherheit geprägt. Vor diesem Hintergrund stellen die bestehenden Ungleichgewichte auf dem Hypothekar- und Immobilienmarkt für die inlandorientierten Banken eine zusätzliche Herausforderung dar. Eine Rezession, die noch stärker ausfällt, als bereits erwartet wird, könnte eine Korrektur an diesen Märkten auslösen. Gleichzeitig könnten die stärkeren Einkommensrückgänge bei den Haushalten und Unternehmen zu einer Materialisierung der Tragbarkeitsrisiken führen. Beides würde die Qualität der Hypothekarportfolios dieser Banken verschlechtern. Die in der jüngeren Vergangenheit vergebenen Hypotheken erscheinen diesbezüglich besonders verletzlich, da die Tragbarkeitsrisiken in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Angesichts dieser Herausforderung sind die vorhandenen Kapitalpuffer bei den inlandorientierten Banken ein entscheidendes Element für ihre Robustheit. Sie tragen wesentlich dazu bei, die Kreditvergabe und Verlusttragfähigkeit des Bankensetzung auch sicherzustellen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie heftiger ausfallen sollten als bisher erwartet. Die Szenarioanalysen der SNB deuten darauf hin, dass die Widerstandskraft der inlandorientierten Banken insgesamt angemessen ist. Ich komme jetzt auf die Entwicklungen auf dem Schweizer Markt für Unternehmenskredite zu sprechen.
Zu den wichtigsten Eigenschaften eines stabilen Finanzsystems zählt die Fähigkeit der Banken, ihre Funktion als Kreditgeber auch im Fall eines großen Schocks, wie zum Beispiel der Corona-Pandemie, auszuüben. Die Kapital- und Liquiditätspuffer im Bankensektor spielen diesbezüglich eine zentrale Rolle. Zusammen mit dem Solidarbürgschaftsprogramm des Bundes und der SNB-Covid-19-Refinanzierungsfazilität sollten diese Puffer sicherstellen, dass kleinere und mittlere Unternehmen Zugang zu Krediten haben, um die durch die Corona-Pandemie verursachten Liquiditätsengpässe zu überbrücken. In Zusammenarbeit mit weiteren Schweizer Institutionen hat die SNB Ende März ein 14-tägliches Monitoring des Markts für Unternehmenskredite eingeführt, das sowohl quantitative als auch qualitative Informationen berücksichtigt. Ich möchte ganz kurz die zwei wichtigsten bisherigen Erkenntnisse darlegen. Erstens, durch das Programm für Überbrückungskredite mit Bürgschaft und Refinanzierungsfazilität der SNB ist es gelungen, kleinere und mittlere Unternehmen rasch mit Liquidität zu versorgen. Indem diesen Firmen Zugang zu Liquidität gesichert wurde, trägt das Programm dazu bei, die negativen Auswirkungen auf den Unternehmenssektor insgesamt zu begrenzen. Dies wiederum sollte helfen, die Verschlechterung der Qualität der Kreditbestände bei den Banken zu limitieren. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Es gibt bisher keine Anzeichen einer Verknappung im Segment der Unternehmenskredite, die nicht durch den Bund garantiert sind. Die Banken haben zwar ihre Bedingungen für nicht garantierte Kredite etwas verschärft, die Ablehnungsquote bei den Kreditanträgen ist jedoch vergleichbar mit jener unter normalen wirtschaftlichen Umständen. Abgelehnt werden solche Kreditanträge vor allem bei Bedenken hinsichtlich der Finanzkraft des antragstellenden Unternehmens. Nur selten erwähnen die Banken eigene Kapital- und Liquiditätsbeschränkungen als Grund für die Ablehnung von Kreditanträgen. Aufgrund dieser Erkenntnisse ist eine vorsichtig optimistische Einschätzung der Fähigkeit der Banken angebracht, die Unternehmen auch in dieser außergewöhnlichen Zeit mit Krediten und Liquidität zu versorgen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und ich gebe gerne das Wort weiter an Andrea. Danke. Merci Fritz. Mesdames et Messieurs, c'est à mon tour de vous faire part de quelques remarques introductives. Dans mon exposé d'aujourd'hui, je commencerai par donner un aperçu des développements intervenus au cours du dernier semestre sur les marchés financiers. Je présenterai ensuite les aspects opérationnels de la nouvelle facilité de refinancement BNS COVID-19 que nous avons mis en place rapidement et de manière souple. Enfin, je dirai quelques mots des développements récents sur le marché monétaire en francs. Je commence donc tout d'abord avec la situation sur les marchés financiers. Ces 6 derniers mois, les marchés financiers ont été fortement marqués par la crise due au coronavirus. L'année avait pourtant bien commencé. À la mi-février, les principaux marchés boursiers en Europe et aux États-Unis atteignaient des niveaux records. La volatilité sur certains d'entre eux s'inscrivait à des niveaux historiquement bas. Mais fin février, la propagation mondiale du coronavirus et les mesures prises pour l'endiguer ont profondément changé la situation. La propension au risque des intervenants sur les marchés a fortement baissé. Les marchés des actions ont enregistré en un laps de temps très court des pertes inédites depuis la crise financière mondiale de 2008, comme le montre le premier graphique. En outre, les cours du pétrole se sont effondrés début mars. Dans un tel environnement, l'attention des intervenants sur les marchés s'est clairement tournée vers les placements sûrs. Il en a résulté une chute marquée du rendement des obligations d'État à long terme de première qualité, lequel s'est inscrit début mars à des niveaux historiquement bas pour certains pays. Dans le même temps, la demande des monnaies considérées comme des valeurs refuges, telles que le dollar des États-Unis, le yen et le franc, s'est fortement renforcée, comme le montre le graphique numéro 2.
La situation sur les marchés financiers s'est encore aggravée à la mi-mars. L'incertitude élevée et des pénuries de liquidités ayant entraîné des pertes de cours considérables. De nombreux intervenants ont alors vendu des titres de placement sûrs, tels que des emprunts d'État à long terme. C'est pourquoi les rendements de ces derniers ont temporairement marqué une forte augmentation, ce malgré la faible propension au risque. Vous pouvez le voir sur le graphique 3. En Suisse, le rendement des emprunts de la Confédération à 10 ans a ainsi augmenté en quelques jours d'environ 80 points de base. Dans ce contexte, les liquidités en dollars des États-Unis étaient tout spécialement recherchées. Pour les banques domiciliées en dehors des États-Unis, notamment, l'accès à ces liquidités a temporairement entraîné des coûts supplémentaires considérables. Afin d'aider ces contreparties, la Banque nationale suisse a participé à une action coordonnée entre banques centrales d'accords de swap en dollars des États-Unis destinée à accroître les liquidités dans cette monnaie. L'encours des opérations sur pension de titres en dollars des États-Unis détenues par la BNS s'inscrit actuellement à environ 10 milliards de francs. Depuis fin mars, nous observons une certaine détente sur les marchés financiers. Elle en résulte de deux facteurs. D'abord, les mesures prises pour lutter contre la pandémie sont progressivement assouplies. Ensuite, les États et les banques centrales sont fortement intervenus pour soutenir l'économie. Les principaux marchés des actions ont ainsi pu rattraper une partie des pertes enregistrées. Nous observons également une détente depuis fin mars sur le marché des capitaux en francs. Les primes de risque sur les obligations en francs d'entreprises suisses avaient bondi fin mars. La hausse avait été cependant moins marquée qu'à l'étranger. En outre, la demande d'obligations d'entreprises en francs demeurait solide. Les grandes entreprises suisses n'ont donc guère eu de difficultés à se refinancer sur le marché des capitaux, comme le montre en particulier l'important volume de nouvelles émissions d'emprunts de première qualité. Sur les marchés d'échange, en revanche, des inquiétudes concernant l'avenir de la zone euro ont, dans un premier temps, soumis le franc à une pression à la hausse. Celle-ci a été notablement portée par la demande des spéculateurs orientés sur le court terme, qui tablaient sur un renforcement du franc perçu comme une valeur refuge. La Banque nationale a contré ces pressions par sa disposition à intervenir de manière accrue sur le marché d'échange. À la mi-mai, l'initiative d'un fonds de relance européen et la reprise sur les marchés à risque ont permis une détente sur le marché d'échange. Le franc, de même que les autres monnaies perçues comme des valeurs refuges, a reculé. Cependant, l'incertitude demeure élevée dans l'ensemble. J'en viens à la nouvelle facilité de refinancement BNS COVID-19, ou FRC, dont Thomas Jordan a parlé tout à l'heure. Je souhaite présenter ici notre expérience sur le plan de la mise en œuvre opérationnelle. Avec la FRC, la Banque nationale a mis en place un dispositif inédit. En temps normal, nous mettons à la disposition des banques des liquidités en échange de titres négociables que nous acceptons contre garantie. Avec la FRC, pour la première fois de notre histoire, nous leur accordons des prêts garantis par des crédits aux entreprises, qui sont à leur tour garantis par l'État. Nous offrons ainsi aux banques la possibilité de refinancer auprès de la BNS les crédits octroyés selon l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19. Pour en bénéficier, les banques doivent céder intégralement à la BNS leurs créances en tant que sûreté. En mai, nous avons étendu la catégorie des titres pouvant être acceptés comme sûreté. Désormais, la BNS accepte, en plus des crédits COVID-19 garantis par un cautionnement de la Confédération,
également des crédits couverts par un cautionnement cantonal ou par une garantie portant le risque de crédit, ou encore des crédits à des start-up cautionnées conjointement par la Confédération et les cantons. De fait, de l'ampleur de la crise, il était essentiel que les banques puissent rapidement accorder des crédits. De même, il était important qu'elles aient rapidement accès aux liquidités mises à disposition par la BNS. C'est pourquoi il fallait que la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle facilité soit souple et entraîne la charge administrative la plus faible possible pour les banques. Rendre possible la cession rapide d'un nombre important de crédits accordés à des entreprises a été un défi. L'ordonnance adoptée d'urgence par la Confédération a précisément permis cela. Ainsi, la BNS a pu considérablement simplifier la procédure de cession. Les banques ne doivent pas céder individuellement à la BNS chaque crédit octroyé. Il leur suffit d'inscrire dans un registre numérique auprès de la BNS les sûretés correspondantes. Étant donné que la BNS ne prend en compte comme sûreté que les parts des créances garanties par la Confédération ou par les cantons, la FRC n'expose pas la Banque nationale à un risque de crédit accru. Nous pouvons donc nous dispenser de procéder à un examen spécifique des risques. Par ailleurs, la FRC offre aux banques une grande flexibilité. La BNS leur accorde ainsi un prêt sans durée déterminée pour un montant illimité. Les montants des prêts de refinancement sont versés dès le lendemain de la cession des sûretés. Les banques ont la possibilité d'accroître ou de réduire ce montant quotidiennement dans la mesure où celle-ci est couverte en tout temps par des garanties. De la sorte, des crédits COVID-19 octroyés sous la forme de crédits en compte courant peuvent également être mis comme sûreté. En outre, le délai de résiliation des prêts destinés au refinancement a été fixé à 3 mois. Ainsi, les prêts octroyés dans le cadre de la FRC ne pèsent pas sur les ratios de liquidité des banques. J'aimerais à présent aborder les développements observés sur le marché monétaire en francs. Le 1er avril, afin d'accroître la marge de manœuvre des banques dans l'octroi des crédits, la BNS a de nouveau augmenté le montant exonéré de l'intérêt négatif. Elle a ainsi réduit la charge que constitue cet intérêt pour le système bancaire. Actuellement, seul environ un quart des avoirs à vue détenus par les banques à la BNS sont encore soumis à l'intérêt négatif. L'accroissement du montant exonéré réduit le coût de la détention de liquidités à la BNS pour le système bancaire dans son ensemble. Il en découle une baisse de l'incitation à répercuter l'intérêt négatif sur les petits épargnants. Mais, comme on pouvait s'y attendre, il en résulte aussi une augmentation de la demande de liquidités de la part des banques n'ayant pas entièrement utilisé leur montant exonéré. Cette demande supplémentaire a entraîné une légère augmentation des taux sur le marché des pensions de titres. La pression à la hausse devrait disparaître dès que les montants exonérés seront largement entamés. Or, nous avons pu voir que ce processus nécessite un certain temps. C'est pourquoi nous procédons à des opérations de réglage fin sous la forme de pensions de titres. Conformément à nos attentes, le volume des opérations de réglage fin se réduit. Grâce à une infrastructure moderne et efficace, le marché des pensions de titres en francs a parfaitement fonctionné, y compris dans les périodes de turbulence sur les marchés financiers. Pour mettre en œuvre sa politique monétaire, la BNS utilise la même infrastructure que le marché interbancaire. Cette infrastructure est exploitée depuis plus de 20 ans par SICS et la BNS participe à son aménagement. Elle est améliorée en permanence et adaptée aux changements des besoins.
Le 15 juin, SIXT a franchi une nouvelle étape importante avec la mise en service de la première phase du nouveau prestataire pour le règlement des pensions de titres, le Triparty Argent ou TPA. Ces opérations ont lieu sur la base d'une technologie innovante permettant une nette amélioration de l'efficacité du processus et de sa convivialité. Le nouveau TPA permettra aux intervenants d'optimiser encore la gestion de leurs titres. Pour conclure, j'aimerais faire le point sur le remplacement du LIBOR par le SARON. Dans l'ensemble, les travaux sont en bonne voie. Certaines banques ont commencé à proposer des produits de crédit basés sur le SARON, notamment des prêts hypothécaires. D'autres établissements suivront dans les prochains mois. Plus le SARON sera utilisé largement sur les marchés du crédit, plus le besoin de couverture augmentera, ce qui renforcera la courbe des taux d'intérêt basés sur le SARON. Cette dernière s'avérera essentielle pour le bon fonctionnement du marché monétaire et du marché des capitaux en Suisse. Une courbe de taux d'intérêt solide est un élément important non seulement pour le système financier suisse, mais aussi pour la transmission de la politique monétaire de la BNS. Cependant, le chemin à parcourir est encore long. Environ 80% des banques continuent d'utiliser le LIBOR ou des courbes de swap basées sur le LIBOR pour fixer le prix de leurs produits de crédit, comme le montre bien le graphique 4. C'est pourquoi il est essentiel que le passage au SARON comme nouveau taux d'intérêt de référence se poursuive, et ce malgré les défis particuliers posés par la crise due au coronavirus. Il faudra que les intervenants sur les marchés mènent à bien leurs travaux de transition d'ici la fin 2021. En effet, dès 2022, l'autorité britannique de surveillance des marchés financiers ne soutiendra plus le LIBOR. Merci de votre attention. Gut, vielen Dank, Andrea. Nun, meine Damen und Herren, wir eröffnen jetzt die Fragerunde. Und wir werden zuerst alle Fragen von Ihnen aus dem Saal hier beantworten. Und erst danach werden wir dann die Fragerunde für die Journalistinnen und Journalisten am Telefon eröffnen. Ich möchte Sie bitten, sich jeweils mit dem Namen vorzustellen und zu sagen, welches Medium Sie hier vertreten. Es ist auch wichtig, dass Sie jetzt die Fragen stellen. Das Direktorium wird nachher nur noch den elektronischen Medien zur Verfügung stehen. Ja, bitte. Katrin Börse von Bloomberg. Ich wollte Sie fragen, Sie haben Ihre Inflationsprognose gesenkt und sehen kaum Teuerung über die nächsten 3 Jahre. Und da wollte ich Sie fragen, setzt es eigentlich voraus, dass Sie die Geldpolitik noch weiter lockern müssen? Ja, und wenn ja, wie? Gut, vielen Dank für diese Frage. Im Moment ist es extrem wichtig, dass wir die gegenwärtige Geldpolitik, die gegenwärtig expansive Geldpolitik weiter fortsetzen. Wir haben den Negativzins, aber auch ganz wichtig, wir haben die Bereitschaft, vermehrt am Devisenmarkt zu intervenieren, wenn dies nötig ist, um eben adäquate monetäre Bedingungen hier herbeizuführen. Sie haben es erwähnt, die Inflationsprognose, die ist so, dass es eine Zeit lang braucht, bis die Inflation wieder im positiven Bereich ist. Aber das ist immer so, nach einem großen negativen Konjunkturschock, nach auch einem Schock, wo der Franken noch einmal stärker geworden ist, braucht es eine Zeit, bis eben die Geldpolitik wieder so wirkt, dass wir zurück im Bereich der Preisstabilität sind. Ich habe auch betont, dass wir die Geldpolitik dauernd überprüfen und schauen, ob sie immer noch angemessen ist und eben überprüfen, ob weitere geldpolitische Maßnahmen notwendig sind. Ja, bitte. Hallo, John Revel, Reuters, vielleicht verbunden mit den vorherigen Fragen. Aber ich habe zwei Fragen. What elements do you think will need to be in place in the future then for you to start considering returning to normal policy? What sort of things are going to have to happen out there for change to happen? That's my first question. And the second one is, you've pointed to the bank's willingness to do interventions and increase them.
But the increase so far this year seems pretty substantial. At what point does that become untenable? I mean, there's some estimates of about 70 to 100 billion so far this year. Is there a point that this becomes untenable if you go over a trillion, or is there any kind of limit to interventions where you may have to look at another tool? Thank you. Well, thank you very much for both questions. Regarding your first question, well, for the time being, I believe it will be necessary to maintain this expansionary monetary policy for some time. So we have very low inflation. We have negative growth this year, minus 6%, an open output gap for some time. So this ask for an expansionary monetary policy, this is exactly the reason why we stick to the negative interest rate, but also why we increase the willingness to intervene, if necessary, in the foreign exchange market. So we need a completely different outlook before we can change monetary policy. So we need more inflation, and we also see much better economic outlook. So this is not on the table at this moment. Regarding your second point, as I mentioned many times, we are always conducting a cost-benefit analysis when we are intervening in the foreign exchange market. At this moment, it's very clear that we have a Swiss franc that is highly valued, at the same time very low inflation, a difficult economic outlook. So that means that we have to intervene in order to maintain reasonable financial and monetary conditions in Switzerland. So as long as this cost-benefit analysis speaks for continuing intervening in foreign exchange market, there is no specific limit. But it's very important that we do this kind of cost-benefit analysis all the time. But if monetary conditions ask for intervening, I think there we are forced to do that in order then to bring inflation over time back to its range of price stability. Thank you. Well, it's always very difficult to be here very specific, but if you look at our inflation forecast, inflation will, after this forecast, turn into the positive territory only in the year 22. So that means that for some time it is necessary to maintain this expansion in monetary policy. But you also mentioned the uncertainty regarding forecasts at this moment. So we have a very high uncertainty at this moment, unusual high uncertainty. So we have to redo the forecasts every quarter anew and take this uncertainty into the consideration. But it's also clear that if we err on the downside, that is much more difficult than on the upside. So we are in a starting position that is difficult. The economic situation is not a good one. So we have a negative output gap. We have 6% shrinking of GDP this year and a negative inflation. So that asks that we continue with this, I think, so far successful monetary policy. Thank you. Yeah, bitte. Luke Heiten, Market News. Two questions, if I may, Mr. Jordan. Firstly, is there a limit to which the SNB can increase the negative exemption rate multiple for banks without hindering the transmission of negative rates? And secondly, if the Eurozone economy continues to lag any 2021 recovery in the US, would the SNB reconsider the implied tolerance band of 1.05 as they did in 2011? Well, thank you also for both questions. Well, of course, the exemption threshold cannot go to 100%. Otherwise, the impact on monetary conditions or the money market would not be present. So we need a certain amount of bank deposits at the Swiss National Bank that are supposed to the negative interest rate in order that we have the transmission on all other money market and capital market rates. This is very important, but we also stress several times the point that we aim at a situation where banks are harmed by a minimum by this negative interest rate. So for us, it's important that we have the transmission from the policy rate to the market rates. And then if, as long as it's possible, we can increase the threshold so that the burden on the banks can be as minimum
as minimal as possible. And your second point is, for the time being, the policy is clear. We have the negative interest rate, and we have the intervention policy. We see no need to change this policy. We need a certain flexibility. And it's also important to understand that we take all monies into consideration, all different currencies into consideration. So we have no specific single currency where the focus is on, but rather the entire spectrum of currencies, so the strength of the Swiss franc in general. But the policy is very clear, negative interest rates and intervening as long as necessary and more if necessary in order to maintain adequate monetary and financial conditions. Ja, bitte. Thomas Fuß, der Neue Zürcher Zeitung, eine Frage an Herrn Jordan. Sie haben vor kurzem an einer Veranstaltung davor gewarnt, dass die Grenzen zwischen der Finanzpolitik und der Geldpolitik immer unklarer werden und das begründet, dass auf diese Weise auch die Unabhängigkeit der Notenbank in Gefahr geraten könnte. Wie ausgeprägt ist diese Gefahr hier in der Schweiz? Es gibt ja einige, also sehr zahlreiche Vorschläge, was man alles finanzieren könnte seitens der Politik mit den Geldern der SNB. Gut, vielen Dank für diese sehr wichtige Frage. Ich glaube, solange wir uns an die Regeln halten, die in der Schweiz gelten, ist dieses Risiko relativ gering. Wenn man die Regeln ändert, kann es natürlich auch dazu kommen. Vielleicht kann ich noch einmal betonen, die Geldpolitik sollte sich um die monetären Bedingungen und um die Liquidität im Bankensystem kümmern. Also Zinssätze, Wechselkurse, das ist das, was wir als Zentralbank beeinflussen können über die Geldpolitik, ist sehr wichtig für die Wirtschaft in einer schwierigen Phase. Und zweitens können wir die Liquidität im Bankensystem zusätzlich erhöhen, sodass die Banken eben in der Lage sind, Kredite zu vergeben, dass es keine Kreditklemme gibt. Sobald wir diese Grenze überschreiten und Unternehmen oder im Extremfall Staaten oder Kantone oder den Bund direkt finanzieren, haben wir diese Spielregeln verletzt. Und ich glaube, in der Schweiz sind wir sehr gut gefahren in den letzten 100 Jahren, dass wir uns an diese Spielregeln gehalten haben. Es ist auch so, dass die Schweiz in einer sehr guten Situation ist und es eigentlich keine Notwendigkeit gibt, diese Regeln entsprechend zu brechen. Also ich glaube, damit die Verantwortlichkeiten, aber auch, dass die Transparenz aufrechterhalten wird, welche Gelder für was eingesetzt werden und was effektiv die Kosten von bestimmten Maßnahmen sind, macht es Sinn, dass man sich an diese Regeln hält. Und die Erfahrungen über viele Jahrhunderte, aber auch insbesondere seit es die Nationalbank gibt, sprechen eigentlich für die Einhaltung dieser bewährten Regeln. Ja, bitte. Können Sie noch etwas konkreter Stellung nehmen zu den Forderungen, die spätestens seit gestern sehr konkret auf dem Tisch liegen, also Negativzinsen für die AHV einsetzen und die Ausschüttungen des Bundes für den Corona-Schuldenabbau? Gut, vielen Dank auch für diese Fragen. Die beiden Vorlagen, die der Nationalrat ja jetzt überwiesen hat, die betreffen den Anteil des Bundes an der Gewinnausschüttung der Nationalbank. Und auch hier sind die Regeln eigentlich klar. Die Nationalbank hat ein klares Konzept, eine Vereinbarung mit dem Bund abgeschlossen über die Ausschüttung. Was dann Bund und Kantone mit diesem Geld machen, für was sie das einsetzen, ist ihnen überlassen. Hier darf und soll sich die Nationalbank nicht einmischen. Das sind Elemente, die dann eben die Kantone oder der Bund entsprechend entscheiden müssen, was sie mit diesem Geld machen. Problematisch wäre es, wenn die Nationalbank direkt in Umgehung eigentlich der bisherigen Regeln, wo die Gewinnausschüttung ausschließlich an Bund und Kantone geht, und zwar zu zwei Drittel und ein Drittel dann andere Gebilde finanzieren würde. Dann hätten wir einen Bruch mit dieser Tradition und das würde dann auch eben, wie ich das vorher erwähnt habe, kann über die Zeit Interessenskonflikte hervorbringen und kann problematisch sein. Ja, bitte. Danke für die Frage. Ich habe auch eine Frage zur Inflation. Wenn Ihre Prognose so eintritt, wie Sie sie publiziert haben heute, dann wäre die durchschnittliche Inflation seit 2009, Ende 2021, minus 0,6%. Und Sie wissen, das ist deutlich außerhalb Ihres Zielbandes von 0 bis 2%. Erfüllt denn die SNB Ihren Auftrag,
wenn die Inflation im Durchschnitt über einen ganzen Konjunkturzyklus von 0,9 bis 21 minus 0,6% wäre. Also ich glaube, die Nationalbank erfüllt ihren Auftrag vollständig in dieser Situation. Und zwar müssen Sie ja schauen, welche Schocks und Störungen sind über diese Zeit in der Weltwirtschaft aufgetreten und wie haben wir reagiert. Die Geldpolitik wirkt immer mit einer Verzögerung. Und das Prinzip der Geldpolitik der Nationalbank, aber auch vielen anderen Zentralbanken, ist es, eine mittelfristig orientierte Geldpolitik zu machen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine Störung oder einen Schock haben, wo die Inflation außerhalb des Bereichs der Preisstabilität gerät, müssen wir überlegen, mit welchen Mitteln, die auch verhältnismäßig sein müssen, bringen wir die Inflation zurück in den Bereich der Preisstabilität. Also wir können, um Ihnen ein Beispiel zu machen, die Inflation würde wegen irgendeiner Störung auf der Welt auf 5% ansteigen. Und wir würden quasi eine Harakiri-Geldpolitik machen und die Inflation innerhalb von 3 Monaten auf 0% zurückbringen. Wäre das im Sinne einer vernünftigen Geldpolitik? Ich glaube, die Antwort ist klar nein. Und das Gleiche gilt natürlich in die andere Richtung. Wir müssen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, versuchen, dass die Inflation eben in vernünftiger Zeit wieder in den Bereich der Preisstabilität kommt und dass die Instrumente, die zur Verfügung stehen, heute schwieriger sind, als sie vor 10 oder 20 Jahren waren. Ich glaube, das ist auch offensichtlich. Also wir haben eine für die Geldpolitik äußerst komplexe Phase mit einer Serie von negativen Schocks, Finanzkrise, Eurokrise, Schuldenkrise und jetzt Corona-Krise, versuchen wir mit diesen Instrumenten so zu bewältigen, dass wir eben möglichst gute Bedingungen für die Wirtschaft haben und gleichzeitig die Inflation eben über einen vernünftigen Zeitpunkt wieder zurück in den Bereich der Preisstabilität bringen. Das ist in der Vergangenheit immer gelungen. Aufgrund der ausschließlich negativen Schocks, die in den letzten 10 Jahren aufgetreten sind, ist eben auch die Inflation im Durchschnitt eben nach unten und nicht nach oben verzerrt. Ja, bitte. Britt von Finews. Ich habe eine Frage zum Portfolio der Bank. Können Sie eine Aussage machen bezüglich den Auswirkungen, die die Verwerfungen an den Märkten auf das Portfolio hatten, respektive auf das Resultat der Nationalbank? Ja gut, wir haben ja das Quartalsergebnis bereits publiziert. Dort haben Sie gesehen, wir haben eine Bilanz, die stark reagiert auf Veränderungen bei den Wechselkursen, stark reagiert auf Veränderungen auch bei den Aktienkursen. Und das hat sich niedergeschlagen, nachdem wir ein sehr positives Jahresergebnis gehabt haben. Ende 2019 war das das erste Quartal, haben wir einen großen negativen Ertrag erwirtschaftet und das zeigt eben diese Volatilität. Das zeigt auch die Bedeutung dieser Ausschüttungsreserve, die ja immer wieder diskutiert wird, dass das eben sehr wichtig ist, dass wir eben auch eine geglättete Gewinnausschüttung über die Zeit haben. Die Ergebnisse von Quartal zu Quartal, von Jahr zu Jahr sind extrem volatil und wir können eben riesige Gewinne haben. Größenordnung 50 Milliarden, aber wir können auch problemlos Verluste in der gleichen Größenordnung haben. Das ändert von Jahr zu Jahr und das zeigt eben auch, wie anfällig die Bilanz ist auf diese Störungen. Aber ich möchte eigentlich das Wort noch meiner Kollegin Andrea Mechle geben. Sie kann vielleicht noch etwas im Detail zu den Exponiertheit unseres Portfolios sagen. Merci beaucoup, Thomas. Du hast das Wichtigste gesagt. Natürlich hatten wir auch eine sehr große Volatilität. Das haben wir schon Ende März gesehen. Wir hatten Verluste von 38 Milliarden, wie die Rest von den Finanzmärkten. Die Verwerfungen waren so stark, waren nicht nur stark in ihrer Größe, aber haben auch alle Aktive getroffen. Also die Börse hatte verloren, aber auch die Anleihen, sogar Gold. Und das hat sich in unserer Bilanz gesehen, das widerspiegelt sich sofort. Aber das Wichtige hier ist gut zu verstehen, der größte Risiko, also die größte Quelle der Volatilität bei uns, ist immer noch und wird immer bleiben, die Währungsänderung, das Währungsrisiko.
Das ist ganz klar. Alle unsere Devisen, alle unsere Reserven sind in Devisen gehalten. Das muss auch so sein von unserer Geldpolitik her. Und das heißt, sobald der Schweizer Franken sich stärker wird, dann haben wir natürlich direkte Verluste. Das ist auch der Teil, wieso wir im Markt intervenieren. Wir intervenieren, wenn der Franken zu stark wird, dann bringen wir Schweizer Franken im Markt, dann kaufen wir wieder. Das hilft natürlich die Wirtschaft. Wir nehmen dieses Risiko auf unsere Bilanz und das wieder trifft sich natürlich in der Volatilität, die wir sehen. Sie werden natürlich die Zahlen, die zeigen wir jedes Quartal ganz klar. Das werden Sie auch jetzt Ende dieses Quartals ganz klar sehen. Vielen Dank. Ich schaue in den Saal. Gibt es da noch Fragen? Ja, bitte. Philipp Eglein, Finanzen Wirtschaft. Ich habe zwei Fragen. Nochmal zuerst zum Nationalrat. Dort wird ja konkret gefordert, dass die Einnahmen aus dem Negativzins für die AHV verwendet werden. Was genau halten Sie davon? Und dann die zweite Frage zum Geldmarkt. Frau Mechler hat es schon erwähnt. Der Saron hat sich ja vom Leitzins entfernt, glaube ich, so Anfang April war er nicht mehr auf -0,75, sondern auf -0,66. Ist das wirklich kein Problem, auch ein bisschen für die Glaubwürdigkeit, und reicht es, wenn man dann den Geldmarktzins langsam zurückführt? Gut, auch vielen Dank für diese beiden Fragen. Was die Negativzinsen angeht und allfällige Ausschüttungen an die AV oder wen auch immer. Ich glaube, es sind zwei Punkte, die sehr wichtig sind. Das erste ist, es gibt große Abgrenzungsprobleme. Es ist nicht ja so, dass wir nur Negativzinsen einnehmen, sondern wir bezahlen auch Negativzinsen. Beispielsweise die Covid-19-Kredite. Dort bezahlen wir den Banken den genau gleichen Zinssatz. Also alles, was sie bei uns refinanzieren, ist auf der bekommen Sie das entsprechende Geld. Das Gleiche gilt bei Feinsteuerungsoperationen. Und wenn man ökonomisch das korrekt anschaut, dann haben wir einen Großteil unseres Portfolios in Obligationen angelegt, die eine negative Rendite haben. Also auch dort bezahlen wir Negativzins. Und das zeigt einfach diese Abgrenzungsprobleme, die in jedem Fall existieren. Und weil wir sowieso den Gewinn ja geglättet ausschütten, gibt es da noch Abgrenzungsschwierigkeiten, wenn man das von Jahr zu Jahr macht. Der andere Punkt, das ist noch der, ich glaube, der wichtigere. Es ist juristisch und ökonomisch, glaube ich, sehr problematisch, einzelne Einnahmepositionen quasi zu earmarken und diese dann anders zu behandeln als alle anderen. Die Nationalbank hat eigentlich eine Einnahmequelle, das ist eigentlich das Notenmonopol, das sie erhalten hat, und aus dem generiert sie verschiedene Einnahmen und sie hat auch verschiedene Aufwände. Und das, was am Schluss übrig bleibt, wird für die Gewinnausschüttung über die Zeit verwendet. Und innerhalb einer korrekten Rechnungslegung und einer korrekten Bilanz ist es äußerst problematisch, bestimmte Einnahmen anders zu behandeln als andere. Und es ist auch ökonomisch problematisch, das entsprechend zu tun, weil es diese Abgrenzungsprobleme gibt. Es ist schwierig zu argumentieren, weshalb die Ausgaben für Negativzinsen anders behandelt werden sollten als Einnahmen für Negativzinsen. Und es ist, dazu kommt es auch, dass noch der dritte Punkt, eigentlich jede Zweckbindung, wo Ausschüttungen der Nationalbank dann für bestimmte Zwecke direkt festgebunden werden, die sind auch ordnungspolitisch problematisch. Also ich glaube, es ist in dieser Diskussion hier äußerst wichtig, kühlen Kopf zu bewahren, versuchen, das Gesamtsystem richtig zu verstehen und nicht Sachen zu ändern, die eigentlich sehr gut funktionieren bis jetzt. Und ich glaube, das wäre in der langen Frist eher etwas das kontraproduktiv sich am Schluss auswirkt. Gut. Die zweite Frage habe ich vergessen, aber Andrea Mechler hat sich gerade vorbereitet und ich gebe gerne ihr das Wort dazu. Vielen Dank, Thomas.
Ja, es gab Aufwertungsdruck auf dem Saron, das haben wir im Markt gesehen. Es ist aber eine Dynamik, die gut verstanden ist und die auch zurückkommt. Es nimmt nur Zeit. Wir haben davon auch vorher gesprochen, die Freibeträge wurden erhöht. Das ist am 1. April ist das in Effekt gekommen. Und das war natürlich wichtig. Das war wichtig, um den Banken mehr Spielraum zu geben, damit die einerseits nicht Negativzins an Kleinsparer weiterzugeben und zweitens, was natürlich jetzt auch sehr wichtig ist, mehr Spielraum, um Kredite den Unternehmen zu geben. Aber natürlich mit höheren Freibeträgen heißt das natürlich, dass Liquidität billiger wird und die Nachfrage nach Liquidität sich erhöht. Und alle Banken, die im Moment noch unausgeschöpfte Freibeträge haben, sind bereit dafür, ein bisschen weniger zu zahlen. Und das sieht man, aber bei uns ist es ganz klar, das ist nicht das erste Mal passiert, das haben wir schon in 2015 gesehen und als wir das letzte Mal die Freibeträge erhöht haben, ist das gleiche Phänomen passiert. Es ist ein temporäres Phänomen, es braucht einfach diese Umverteilung, damit die im System sich normalisiert und in der Zwischenzeit haben wir Instrumenten. Also wir haben im Moment, wir benutzen Feinsteuerung am Repo-Markt, das hilft uns, den Zins zu steuern und auch diese Feinsteuerung-Operationen kommen langsam zurück, wie erwartet. Merci. Wenn ich schnell nachfragen darf, also verstehe ich das richtig, es geht darum, dass das Bankensystem insgesamt diese Freibeträge vollumfänglich ausschöpft. Das muss sich irgendwie einpendeln. Genau, das ist eine Umverteilung von diesen Freibeträgen, die sich zwischen den Banken, und das kann verschiedene Instrumente geben, es kann, ein wichtiger Teil ist der Repo-Markt, es kann auch physisch von einer Bank zur anderen, das nimmt einfach Zeit, bis diese Umverteilung sich wieder normalisiert. Gut, vielen Dank. Ich schaue noch in den Raum. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir heute ja den Finanzstabilitätsbericht publiziert haben. Zu dem dürfen Sie auch Fragen stellen. Das ist ein ganz wichtiger Bericht. Gab noch keine Frage. Aber ich schaue in den Raum. Ja. Balz Brubacher, freischaffend. Nicht zum Finanzbericht, aber zur Anlagepolitik hätte ich noch eine Frage. Oder zwei Fragen sogar. Der Bundesrat ist bereit, einen Bericht über die Nachhaltigkeit Ihrer Anlagepolitik zu erstellen. Was halten Sie davon? Und die zweite Frage, gedenkt die Nationalbank, sich dieses Jahr an den Klimaverträglichkeitstest zu beteiligen, der von den Bundesbehörden offeriert wird? Dankeschön. Gut, vielen Dank. Ich möchte dann diese Frage auch meiner Kollegin weitergeben. Vielleicht nur ein Punkt, der wichtig ist. Wir haben ja an der letzten Pressekonferenz einige Zeit damit verbracht, darzulegen, wie die Nationalbank die Aspekte des Klimawandels für ihre Tätigkeit berücksichtigt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir betrachten die Elemente des Klimawandels für die Geldpolitik. Wir untersuchen, was das genau bedeutet für die Geldpolitik, insbesondere auch in der langen Frist. Inwiefern gibt es strukturelle Veränderungen, die berücksichtigt werden müssen. Das Zweite ist, dass wir auch das bei der Finanzstabilität berücksichtigen und wir verwenden einige Ressourcen dafür, um das zu machen. Und das Dritte ist auch die gesamten Aspekte der Anlagepolitik. Und wir sind engagiert hier auch in diesem Netzwerk bei den Zentralbanken, wo wir eher aktiv hier mitmachen. Das ist ein Thema, das uns in dieser ganzen Breite beschäftigt und das wir eben so angehen, dass wir alle Elemente, die hier zentral sind für die Aufgabenerfüllung der Nationalbank, auch über die Zeit korrekt erfassen können. Das vielleicht zum Voraus und sonst möchte ich Andrea Mechle das Wort geben. Merci beaucoup, Thomas. Peut-être que Fritz peut dire quelque chose sur la stabilité financière, ou s'il y a des questions. Also erstmal der Bericht, der jetzt vom Bund geschrieben wird, da wollen wir uns jetzt noch nicht sagen, aber zum Beispiel es wird eine Pressekonferenz geben und da werden wir auch Teil mitmachen. Also wir sind ganz engagiert in diese Problematik. Natürlich haben wir ein ganz klares Mandat, wie Thomas es ganz gut gesagt hat, von einer geldpolitische Seite, Finanzstabilitätsseite und auch Asset Management. Auf der Asset Management Seite, Anlageseite,
würde ich das Folgende sagen. Für uns die Wichtigkeit ist, unsere Anlagepolitik ist der Geldpolitik untergeordnet. Warum? Es ist auch das Resultat von unserer Geldpolitik. Und die Bilanz ist immerhin ein wichtiges Instrument der Geldpolitik. Und was heißt das für uns ganz genau? Das heißt für uns, was ist wichtig? Wir müssen die Bilanz natürlich jederzeit benutzen können, damit wir den Spielraum für die Geldpolitik haben. Das ist die erste Sache. Aber die zweite Sache, es ist auch für uns eine Responsabilität, dass wir die langfristige Wertehalt unserer Bilanz behalten. Das heißt, wir haben ein langfristiges Horizont, wenn wir über die Risiken der Bilanz auch uns analysieren. Und diese Analyse von der Risikolandschaft der Bilanz, die machen wir stetig. Und die ist auch sehr wichtig für uns. Und da analysieren wir alle wichtigen Risiken. Und natürlich sind Klimarisiken auch ein wichtiger Teil davon. Und deshalb machen wir sehr viel für uns, um diese Risiken zu verstehen. Und wenn wir sehen, dass wir etwas ändern müssen, dann machen wir das auch. Wir haben zum Beispiel 2013 auch sehr früh ESG-Kriterien eingebaut. Also das ist für uns natürlich sehr wichtig. Und wie gesagt, die Klimarisiken ist ein wichtiger Teil von diesem Ansatz, den wir in der SNB haben. Schon mal klar? Ja, gut. Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Das verstehe ich das richtig. Sie werden sich also nicht an diesen Klimaverträglichkeitstests beteiligen, die vom SIF und vom BAFU offeriert werden. Also im Moment, wir machen sehr viel Analyse, um gut zu verstehen, was unsere Bilanz ist. Und wir sind auch im Markt sehr aktiv. Wir sprechen mit den Leuten, um auch zu verstehen, welche Methodologie dafür benutzt werden. Wir versuchen auch zu verstehen, wo die Instrumente gehen und wie der Markt damit am besten umgeht. Also da kann ich Ihnen sagen, da sind wir sehr aktiv und auch sehr proaktiv, um gut zu verstehen, was der Markt ist, was ist möglich und was können wir machen. Gut, vielen Dank. Jetzt, ich sehe, dass es im Saal keine weiteren Fragen gibt. Somit werden wir nun die Leitungen für die Journalistinnen und Journalisten am Telefon öffnen. Ich bitte auch Sie dann, sich kurz vorzustellen und möglichst langsam und deutlich zu sprechen, damit wir Sie gut verstehen hier im Saal. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Sie haben nun die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte wählen Sie dazu Stern 14. Stern 14 für Fragen. Si vous avez des questions, veuillez composer étoile 14, étoile 14. Merci. Wir haben eine erste Frage von Daniel Zulauf, Luzerner Zeitung. Guten Tag. Ich hätte eine ganz, ich habe ein Echo, ich höre es sehr schlecht. Was soll ich dagegen machen? Ich kann vielleicht mein Mikrofon ausschalten. Hallo? Wir hören Sie hier zu laut. Ja, gut. Ja, sehr gut, danke, Entschuldigung. Ich habe eine ganz kleine Frage. Sie haben erklärt, dass Sie diese Covid-19 Kredite zu zwei Dritteln, wenn ich das richtig gerechnet habe, 10 Milliarden, bei Ihnen refinanziert wurden. Ist das viel? Ist das überraschend für Sie? Ist das wenig? Ist das das, was Sie erwartet haben? Können Sie diese Zahl ein bisschen kommentieren? Danke. Gut, vielen Dank, Herr Zulauf, für diese Frage. Also man muss ja sehen, diese 15 Milliarden, das ist eigentlich die Kreditlimite. Das heißt nicht, dass alle Kredite zu 100% ausbezahlt worden sind. Diese Zahlen kennen wir nicht im Detail. Ich glaube, diese zwei Drittel Refinanzierung ist eine beachtliche Zahl. Es ist auch so, dass einige Banken natürlich aufgrund der Liquiditätsversorgung bereits über viel eigene Liquidität verfügt haben und das nicht unbedingt bei uns sofort refinanzieren müssen. Aber wir gehen davon aus, dass das über die Zeit noch auch etwas zunimmt. Das ist ein beachtlicher Teil, der so refinanziert worden ist. Und diese Fazilität, die steht ja auch
zukünftig, wenn der Bund eben Kredite verbürgt, auch zur Verfügung, sodass wir eben hier sicherstellen können, wenn es zu solchen Krediten kommt, dass nicht eben andere Liquidität dafür gebraucht wird, sondern dass die andere Liquidität eben für andere Kredite zur Verfügung gestellt werden kann. Vielleicht, Fritz, willst du da noch etwas ergänzen aus Sicht der Banken? Diese zwei Drittel, ein Drittel? Nein, ich glaube, das sind die zwei Gründe. Und dann gibt es natürlich auch Banken, die nicht alle Kredite refinanzieren. Das heißt nicht nur, dass es gewisse Banken nicht mitmachen im Programm, sondern auch Teil der Kredite. Aber das sind wirklich die drei Gründe. Gut. Danke. Wir haben eine zweite Frage von Christian Kolbe, Blick. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Die meisten anderen Notenbanken geben eigentlich den Widerstand gegen die Vermischung von Geldpolitik und Fiskalpolitik immer mehr auf. Wie fühlt sich da an als quasi einsamer Rufer in der Wüste, der noch an diesem Unabhängigkeitsdogma festhält? Wie geht das Direktorium der SNB damit um? Gut, Herr Kolbe, vielen Dank. Das ist eine sehr interessante Frage und wichtige. Also ich glaube nicht, dass das bei den anderen Zentralbanken so ist. Und ich glaube, es hat auch nicht ausschließlich mit dem Punkt der Unabhängigkeit zu tun, sondern es hat vielmehr mit Prinzipien zu tun, über Zuständigkeit in Geld- und Fiskalpolitik und dem Prinzip, dass man eben die Notenpresse nicht direkt zur Finanzierung von Staatsausgaben verwenden soll, weil die Erfahrungen in den vielen, ich würde fast sagen Jahrhunderten, so waren, dass das nie gut endet. Und ich glaube, alle Zentralbanken sind sich dem bewusst und alle versuchen sich eigentlich möglichst an diese Grenzen zu halten. Es gibt unterschiedliche Programme in der Welt. Die sind aber davon abhängig, dass die Finanzmärkte auch etwas unterschiedlich konzipiert sind. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist eigentlich fast überall so, dass das finale Kreditrisiko dann eben bei der Regierung und nicht bei der Zentralbank liegt. Und der rechtliche Rahmen für eben diese Geldpolitik, der ist in der Eurozone ähnlich, wie es in Amerika, wie es in der Schweiz ist. Selbstverständlich gibt es andere Länder, wo das vielleicht noch etwas anders gehandhabt wird, aber diese Prinzipien, die werden auch innerhalb der Zentralbanken intensiv diskutiert. Und ich glaube, an der Bedeutung von dem, was ich vorher gesagt habe, da gibt es eine große Übereinstimmung. Okay, danke. Die nächste Frage kommt von Markus Diemmeier, der Media. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage zu der USA. Da stehen Sie ja noch vom Treasury immer noch unter diesem Beobachtungsstatus im Zusammenhang mit Währungsmanipulationen. Und ein wichtiger Punkt da in diesem Bericht sind die Käufe von die Interventionen auf den Devisenmärkten. Die haben sie massiv ausgeweitet. Was sagen Sie dazu? Was befürchten Sie dazu? Und wie stehen Sie da im Gespräch mit den Amerikanern? Gut, auch besten Dank für diese Frage. Vielleicht vorausschickend, wir haben eine sehr gute Beziehung zwischen der Schweiz und den USA. Die USA ist ein ganz wichtiger Partner der Schweiz wirtschaftlich und auch die Zentralbank von Amerika ist eine sehr befreundete Zentralbank. Für uns ist sehr wichtig, dass wir die genaue Situation der Schweiz erklären können. Und dieser Treasury Report, der wird ja halbjährlich publiziert. Wir haben jetzt bis jetzt diese Kriterien dort nicht erfüllt, alle drei zusammen. Ich weiß nicht genau, ob sich das ändert, aber zentral ist, dass wir erklären, weshalb die Schweiz in dieser Situation ist, auch ganz klar erklären, weshalb die Geldpolitik der Nationalbank eben nichts zu tun hat mit Wechselkursmanipulation, auch nichts zu tun hat mit Vorteilen herausholen, die nicht angebracht sind, sondern unsere Geldpolitik ist daraus ausgerichtet, dass wir Preisstabilität über die mittlere Frist erreichen können und dass wir angemessene monetäre Bedingungen aufrechterhalten können. Und wenn Sie die Diskussion von vorher sich in Erinnerung rufen, die tiefe Inflation, die negative Inflation, die sogar erst 2022 nach der Prognose
wieder positiv wird. Ich glaube, das sind sehr gute Gründe, die zeigen, dass wir eben keine übermäßig starken Franken haben können. Der Franken ist schon bereits sehr stark, ist ein sicherer Hafen. Und in einer solchen Situation der Krise tendiert er immer zur starken Aufwertung. Und wir müssen in diesem Umfeld eben die Möglichkeit haben, über Devisenmarktintervention eine zu starke Aufwertung zu verhindern, sodass wir eben unseren geldpolitischen Auftrag auch korrekt erfüllen können. Und wir haben, ich habe das vorher gesagt, eigentlich einen sehr guten Dialog mit dem Treasury, generell mit den amerikanischen Behörden. Das ist ein sehr befreundetes Land von uns. Wir haben noch eine Frage von Matteo Ianni, AGC. Oui, bonjour. Peut-être une question pour Madame Meckler, du coup, une question au sujet des taux d'intérêt négatifs, puisque vous l'avez mentionné durant votre allocution. Donc, comme vous l'avez rappelé, depuis avril 2020, la BNS elle a relevé le facteur d'exonération de 25 à 30 pour l'ensemble des banques. Cette initiative elle avait pour but d'alléger la charge de l'intérêt négatif pour l'ensemble des banques. La situation elle est néanmoins devenue plus déséquilibrée du côté des banques privées. Voilà, moi je voulais savoir qu'est-ce qu'envisage la BNS pour elle, est-ce qu'il y a des discussions avec elle pour alléger ce coût de l'intérêt du taux négatif pour les banques privées. Merci. Thomas, très bien. Yeah. Merci beaucoup pour la question. En répondant à la question avant, c'est clair, on a augmenté donc ces taux d'exonération, ce montant d'exonération sur le paiement du taux négatif que les banques ont sur les comptes de virement qu'ils détiennent à la BNS. Nous avons fait ça d'une perspective de politique monétaire. Nous avons fait ça, je l'ai dit, pour réduire l'incitation qu'auraient les banques à transmettre, à repercuter le taux négatif aux petits épargnants à un moment donné où cela devenait difficile. Et nous l'avons aussi fait pour augmenter la marge de manœuvre pour les banques d'allouer des crédits à des moments difficiles, comme il en est le cas actuellement. Donc nous l'avons fait d'une perspective de politique monétaire, et comme vous le savez, la politique monétaire se fait toujours dans l'intérêt de la Suisse, dans son ensemble, et pas pour certains groupes. C'est clair que toute politique va avoir des impacts différents, dépendant de votre portfolio, dépendant de votre position. Un exportateur peut être touché différemment qu'un importateur de certains taux de change, bien qu'en Suisse, les deux sont souvent touchés parce que le taux de change joue un rôle tellement important. Et donc ici, c'est clair que certaines banques ont eu un plus grand montant exonéré et d'autres se sont retrouvées très rapidement avec tous les montants d'exonération déjà utilisés de par une structure de banque qui est très différente. Pour répondre aux banques privées de Genève, avec qui nous sommes en contact continuellement, je dirais simplement, et elles le savent, c'est une question de redistribution dans le système de liquidité. Cela prend du temps, mais une fois que cette liquidité est à nouveau distribuée, a trouvé un nouvel équilibre, ce type de difficulté s'estompe également. Et à la fin, nous avons ce qu'il nous faut, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui sont auprès du taux directeur, tout en réduisant la charge au possible pour les banques et donc aussi pour l'économie. Gut, vielen Dank. Si. Die nächste Frage, bitte, Alan Krameri, RSI. Ja, guten Tag. Entschuldigung, Herr Jordan, habe ich Ihre Worte richtig verstanden, dass es keine gesetzliche Grundlage gäbe für die Verwendung der Negativzinsen für die AHV? Also die Antwort ist so korrekt, wenn der Bund entscheidet, dass er seinen Anteil für die AHV verwenden will, dann ist es ihm freigestellt. Bund und Kantone dürfen das, was sie von der SNB bekommen, für das einsetzen, was ihnen für richtig vorkommt. Wie man den genauen Anteil der Negativzinsen
dann an diesem Transfer berechnet, ist eine andere Frage. Ich habe auf die Abgrenzungsprobleme dort hingewiesen, dass das nicht trivial ist. Aber Bund und Kantone sind komplett souverän in der Bestimmung, für was sie dieses Geld verwenden, ob sie das in die allgemeine Kasse tun oder ob sie das irgendwie anders verwenden. Das ist nichts auch mit der Vereinbarung zu tun. Das andere ist, wenn man sagt, ja, die Negativzinsen der SNB, was man auch immer darunter versteht, die Einnahmen aus den Negativzinsen, die sollen unter Umgehung der bisherigen Regeln für die Rechnungslegung, Erfolgsrechnung und Bilanz ausgegliedert werden und weder an Bund und Kantone transferiert werden. Ich glaube, da braucht es sogar mehr als eine gesetzliche Grundlage. Da bräuchte es aus unserer Einschätzung wohl eine Veränderung in der Verfassung, weil das schränkt eigentlich die Rechte, insbesondere der Kantone, ein, weil bestimmte Einnahmen dann eben anders behandelt werden, als das in der Rechnungslegung bisher entsprechend so vorgesehen ist. Danke. Eine weitere Frage von Daniel Zulauf, Luzerner Zeitung. Ja, nur noch zwei. Also die eine Frage nochmals, habe ich jetzt das richtig verstanden, dass Sie davon ausgegangen sind, dass die Geschäftsbanken diese Covid-19-Kredite zu einem höheren Anteil selber finanzieren, als sie das jetzt tatsächlich gemacht haben? Und die zweite Frage, was halten Sie vom Vorschlag, der da von zwei Professoren von der ETH gekommen ist, dass man diese Covid-19-Kredite sozusagen den Anwendungsbereich dieser Kredite ausweitet und mit diesen Krediten auch Investitionen ermöglicht und nicht nur so quasi die Aufrechterhaltung gewisser betrieblicher Aktivitäten? Das würde mich noch interessieren. Danke. Danke, Zulauf, für diese beiden Fragen. Vielleicht noch einmal zur ersten Frage. Nein, also es ist eine beachtliche Refinanzierung, die die Banken jetzt über diese Fazilität machen konnten. Sie haben die Möglichkeit, während der ganzen Laufzeit diese Kredite dauernd nach Bedürfnissen ihrer Liquidität auch bei uns zu refinanzieren. Das wurde weitgehend eigentlich von vielen Banken wurden da Gebrauch gemacht. Einige haben das noch nicht gemacht oder brauchen das nicht, aber die Möglichkeit besteht und das wurde, ich glaube, diese zwei Drittel sind bereits eine beachtliche Refinanzierung und sie zeigen, dass das ein Bedürfnis war, dass man das so entsprechend gemacht hat. Jetzt die zweite Frage ist eine ganz wichtige Frage. Die Fähigkeit der Wirtschaft zu investieren, der Wille zu investieren und auch die Ideen zu investieren, sind für die Schweizer Wirtschaft sehr, sehr wichtig. Ich habe das auch erwähnt am Schluss, dass es eben auch auf die Unternehmen darauf ankommt, Rahmenbedingungen, Motivation der Unternehmen, Wege zu finden, wie wir aus dieser Krise herauskommen. Und da sind die Investitionen natürlich ganz zentral. Jetzt das Programm, das gemacht worden war, ist ausgerichtet gewesen auf die Überbrückung von Liquiditätsproblemen. Und das ist das, und dann müsste man das Programm ändern. Aber das ist dann angezeigt, wenn wir wirklich ein Problem haben bei der Finanzierung von Investitionen. Und wir haben vorher, auch Kollege Zurbrück hat das sehr eindrücklich dargestellt, eigentlich bis jetzt haben wir keine Anzeichen dafür, dass es bei der Finanzierung von den Investitionen der KMUs, aber auch der anderen Firmen irgendwelche Probleme gibt. Also wir haben nicht eine Kreditklemme. Das ist eine Momentaufnahme, das heißt nicht, dass ich das verschlechtern kann und möglicherweise die Finanzierung von Investitionen in einem halben Jahr oder in einem Jahr schwieriger sein werden oder dass sich das schwieriger gestaltet und dann müsste man wieder über die Bücher gehen. Aber noch einmal, das wurde im Sinne einer Überbrückung für Liquidität geschaffen, das hat den Sinn und Zweck sehr, sehr gut erfüllt und wie gesagt, im Moment sehen wir aus allen Daten, die wir haben, eigentlich nirgends ein Problem, eine Kreditklemme. Die Banken verfügen sowohl über das nötige Kapital als auch über den nötigen Zugang zur Liquidität, dass sie diese Bankkredite gewähren können.
Frau Mechlich hat auch erwähnt, dass der Kapitalmarkt den Unternehmen offen steht. Also das deutet alles darauf hin, dass wir eine gute Versorgung der Wirtschaft mit Krediten haben. Aber es kann sich auch ändern und dann ist es, glaube ich, wichtig und das ist vielleicht auch der Sinn dieses Vorschlags, dass man sich dann überlegt, was kann man machen, damit man eben auch sicher ist, dass die Unternehmen genügend in die Zukunft investieren. Heißt denn das auch, dass Sie, oder vielleicht ist das etwas anderes, aber heißt das auch, dass Sie zum Beispiel die Notwendigkeit eines Konjunkturpaketes, wie das andere Länder jetzt geschnürt haben, für die Schweiz nicht sehen? Ich glaube, man muss immer die Situation der Schweiz im Auge behalten und dann überlegen, welche Maßnahmen sind die richtigen. Ich glaube, die Maßnahmen, die bis jetzt ergriffen worden sind, sind genau passend zu dem, was wir eigentlich brauchen. Wir haben die automatischen Stabilisatoren. Der Bund hat die Fiskalpolitik weitestgehend über diese automatischen Stabilisatoren in Gang gebracht. Das sind große Beträge, die über die Kurzarbeits- und Arbeitslosenentschädigung eigentlich in die Wirtschaft geleitet werden. Die haben eine sehr große stabilisierende Wirkung. Daneben gab es noch andere Unterstützungen, die auch sehr wichtig waren. Dazu kam das Kreditprogramm, das eben diese Liquiditätsprobleme hilft zu überwinden. Und auf unserer Seite die expansive Geldpolitik, die eben günstige Refinanzierung ermöglicht für Unternehmen, aber auch für die öffentliche Hand und dann eben auch versucht, den Franken in Schach zu halten, sodass er nicht zu stark wird, damit auch die Exportwirtschaft hier überleben kann. Das sind die Maßnahmen, die jetzt im Moment wichtig sind, die auch mit großem Mitteleinsatz auf beiden Seiten hier unterstützt werden. Und wichtig ist, dass man die Situation weiter verfolgt und in Abhängigkeit dieser Situation vernünftige Maßnahmen ergreift. Konjunkturprogramme, die nicht gut designt sind, und das haben viele Untersuchungen gezeigt in der Vergangenheit, sind kostspielig und haben dann nicht die erwünschte Wirkung. Also der Bund muss immer gut überlegen, welche Maßnahmen er ergreifen will, um eben dann solche Maßnahmen zu ergreifen. Und ich glaube, das Vorgehen bis jetzt auf allen Seiten war eigentlich angepasst an der Situation und durchwegs aus unserer Sicht eigentlich vernünftig. Gut, wir haben, glaube ich, noch Zeit für eine einzige Frage, auch vom Telefon. Gut, ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen mehr. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei denjenigen, die zu uns gekommen sind nach Bern, aber auch bei allen, die am Telefon dabei waren. Wir hoffen natürlich, dass sich die Situation dann im Dezember so weit verbessert hat, dass wir wieder alle Leute hier haben können und dass wir auch schon eine bessere wirtschaftliche Situation dann wieder vor uns haben. Also wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und freuen uns bereits dann auf die nächste Pressekonferenz im Dezember. Auf Wiedersehen.